Ups. Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... Mathilde! Genau, wir haben Besuch gekriegt. Es ist noch Zombie-Zeit. Wo sind die denn? Da. Die Kreischerin habe ich schon gehört. Ja, es gibt so einen Zombie, der kreischt quasi oder schreit und dann lockt er andere Zombies an. Echt ätzend. Echt ätzend. Ich glaube, das war es auch schon. Gut, wenn sie nicht so viele angelockt hat, ist doch super. Ja, dann können wir eigentlich auch schon uns auf den Weg begeben. Ja, können wir machen. Runter. Hui. Boah, ich gucke mir kurz die Zombies an. Ja, wie ihr seht, wir haben ein bisschen gearbeitet. Wir haben Tag 4 ein bisschen übersprungen, weil, naja, wir haben nichts anderes gemacht, außer Ressourcen zu sammeln, sprich Steine und Bäume kloppen, und haben schon mal angefangen, unsere Verteidigung zu bauen, sprich hier Stacheln aufzustellen. Wir haben so einen Rundlauf oben rum ums Haus gemacht. Vielleicht kann das Heinrich ja mal zeigen. Rundlauf. Muss noch ausgebaut werden. Was ihr auch seht, dass da so eine, ich sag jetzt mal, Poller rausgucken, hat einfach den Sinn, wenn Zombies da sind, dass wir auch so ein bisschen über den Rand hinwegschießen können, dass wir die auch wirklich überall erreichen. Genau. So. Und jetzt wollten wir uns auf den Weg zum Händler begeben. Ich hoffe, wir brauchen nicht allzu lange. Ich bin gespannt, wann wir da sind, weil er ja auch erst um 9 aufmacht. Stimmt, warte mal. Dann müssen wir mal aufpassen. Wir rennen durchs doofe Gebiet. Ja, nicht das doofe Gebiet nur. Es kann sein, dass wir, wenn wir zu weit rechts laufen, irgendwann von dem... Oh, schon wieder Kaktus. Irgendwann kommen wir links auf so eine Ebene, da können wir halt nach links laufen. Da würde ich nach links... Also, wir laufen die ganze Zeit links vom See vorbei. Und rechts. Wir sind links vom See. Der See liegt auf unserer linken Seite, sprich, wir befinden uns rechts vom See. Ja, das ist richtig. Na, aber wir müssen dann irgendwann rumgehen. Weil wenn wir jetzt geradeaus weiterlaufen, kann es sein, dass wir dann hinter dem anderen See dann... Oh, schon wieder Kaktus. Ich sehe die Kakteen hier nicht. Bei diesen schlechten Verhältnissen. Hab mich so schön hochgeheilt. Ja, was auch noch einmal ganz kurz spannend gestern im Laufe des Tages war, beim Ressourcensammeln sind uns 3 Wölfchen über den Weg gelaufen. Gott sei Dank waren wir in der Nähe unseres Hauses, so dass wir schnell reinlaufen und die Wölfchen töten konnten und hatten dann mal ganz dezente, was waren das, so bestimmt 20 Fleisch oder so, haben uns die Wölfchen gebracht. Das war ganz schön. Ja, das war ganz nice. Ich laufe jetzt hier erstmal auf der Straße weiter. Also wir sind gar nicht mehr im Gebiet von Kakteen, oder? Schweinchen voraus. Oh, nicht getroffen. Aha, hab's. Nicht getroffen. Ich hab schon einen gemacht, aber das Ding lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. So, kannst du auseinandernehmen. Und wieder haben wir 8 Fleisch mehr. Du bist überhitzt. Ruhe dich aus. Links ist ein See. Spring ins Wasser. Ich glaube, diesen Pulli schmeiß ich mal weg. Einfach nicht für unser Gebiet gedacht. Ein Pulli braucht man nur, wenn man im Eisgebiet ist. Aber er sieht so cool aus. Du hast eine coole Lederkapuze. Tauchen mal ganz kurz. So, 33 Grad. 31. Regnet es bei dir gar nicht? Bei mir regnet es doch. Ah, oh, okay. Also bist gar nicht du, ich dachte, du läufst vor mir. Ich bin ein bisschen abseits, aber
voll zerstörte Stadt. In dem doofen Gebiet. Ich würde sagen, wir halten uns vielleicht so ein bisschen auf der Hauptstraße. Also ich laufe noch auf der Straße. Ich war kurz abseits. Tutut, Heinrich Express. Hui. Wölfchen voraus auf Straße. Ach, du bist vor mir. Wölfchen greift Zombie an. Also Wölfchen hat Zombie getötet. Wolf sehe ich noch nicht. Ah, doch, da sehe ich ihn. Ich komme mir auf deine Seite. Ja. Man kann natürlich bei so einem Wolf auch versuchen, dass man ihn anschießt, dass er auf einen zuläuft und man rettet sich auf ein nahegelegenes Auto. Ich habe allerdings auch schon die Erfahrung gemacht, dass das ganz blöd nach hinten losgehen kann, wenn man auf dem Auto steht und der Wolf nicht hochkommt, weil man die Position gut gewählt hat. Es kann nämlich durchaus passieren, dass der Wolf entsprechend das Auto attackiert und wenn so ein Wolf das Auto lange genug attackiert, hatte ich den Eindruck, zumindest ist es passiert, dass das Auto mal ganz dezent in die Luft fliegt. Und das macht einen ordentlichen Krater in eine Straße, wenn ein Auto explodiert. Ist ja wie in echt. Ist das noch nicht bei dir vorgekommen? Schlange! Ich glaube, ein Auto explodiert nicht nur, weil ein Wolf dagegen beißt. Ah, Zombie! Wir waren konzentriert auf der Schlange, ey. Ich muss doch kurz weg. Haut er mich einfach? Jetzt Schlange lernst tot. Du Mr. Bass kennen. Gab's wenigstens viel Fleisch von der Schlange? 3. Okay. Ich bin schon wieder überhitzt. Ey, habe ich den Pulli noch an? Nee, habe ich nicht. Okay. Bei mir wird 33 Grad angezeigt. 38. Schlange! Und wieder? Oh, die springt ja richtig! Alter! Die fickt mich! Eine No-Probe! Alter, die... Lebt die noch? Glaub nicht. Alter Schwede. Alles okay? Ja, die hüpft da wild rum. Ja, ich weiß, die sind fies, wenn die einen erwischen. Letztes Mal hat es gut funktioniert, die waren auf dich fixiert und ich konnte sie von hinten immer zerprügeln. Ach, ich bin noch gar nicht so weit. Also ich kann noch gar nicht so fest prügeln. Also so stark prügeln, meine ich. Bin ja noch ein Noobie hier. Kann ja nix. Oh oh. Oh, Scheiße. Willst du rechts durch? Ja. Okay. Nee, Rückzug, der guckt, der dreht in unsere Richtung. Ah! Ja, mit denen legen wir uns besser nicht an. Nein. Links oben ist da so ein Vogel. Geier. Oh, da links ist auch einer. Ich glaube, der will mich angreifen. Ich hab doch nur noch 24 HP. Wegen der doofen Schlange? Ja, die hat mich... Nee, Kaktus, Schlange. Die haben es mir beide gegeben und der eine Zombie hat mich vorhin überrascht. Also, es sind schon mehrere Schläge gewesen. In so einem Parkhaus muss man vorsichtig sein. Da bin ich in einem Spiel mal von so einem Nemesis, wie wir ihn nennen, attackiert worden. Ja, also irgendwie so ein Zombie, der quasi keine Genitalien hat. Der ist total groß und schnell und fies.
Ja, frisst halt viel an Pfeilen oder Munition. Ist halt hart im Nehmen, der Typ. Wie so ein Nemesis halt. Also, wir hatten ihn damals das erste Mal gesehen, da waren wir halt im selben Zustand wie jetzt, wir hatten kaum was. Und... Ich glaube, da sind wir in... Hund. Hier ist Auto. Und das... Na gut. Oh. Du doofer Hund. Dann hast du sogar noch einen Hund. Tot? Ja. Hat er was zum Heilen dabei? Nein. Da vorne ist auch noch ein Hund. Ich gehe mal aufs nächste Auto. Ich komm mit. Oh, Schraubenschlüssel. Haben von hier getroffen. Aber der checkt nicht von wo, oder? Nee. Oh, die Stripperin habe ich außerdem erwischt. Und schon wieder von hinten erwischt. Jetzt kommt er, glaube ich. Yes, dreimal mit Schleichangriff getroffen. Sehr schön. Ja. Wir müssen jetzt aber hier leider querfeld einlaufen. Das heißt, pass auf Radkappen auf. Ja. Ach, wir hätten ihn gar nicht töten müssen. Lauf dir einfach hinterher. Ah ja. Ja, ja, heißt, ne? Ich weiß. Wie viel HP hast du noch? 80. Okay, dann lauf vor. Haben wir uns den beschissensten Händler ausgesucht, den es gibt, oder? Ist ja nicht so, dass wir den ausgesucht hätten. Ja, gut. War die böse KI. Ja. Oh, Vorsicht! Ach da. Also auch Bonbondosen, die hier auf dem Boden liegen können. Ja, sind auch Minen. Ja, Bonbondosen. Die bösen Bonbondosen. Kochtöpfe. Und ja. Radkappen. Da fehlt echt nur noch, dass sie hier mal Nester als Minen hinsetzen oder so. Oh, das wäre fies. Nesterbomben. Sind wir gleich da? Ja, wir sind aus dem dummen Gebiet raus. Juhu, ich kann mich wieder frei bewegen. Yeah. Und wir sind ziemlich genau zur Öffnungszeit da. Das stimmt. Das war jetzt aber eher Zufall. Nein, das war genauso geplant. Ah ja, genau so geplant. Stunden haben wir damit verbracht, uns das auszurechnen. Wir haben geguckt, wie schnell jeder rennt.
Ach, früher war es cooler hier, konnte man alles klauen. Ja, und auseinandernehmen. Ja, mittlerweile. Geht das nicht mehr. Oh, die haben einen Bauplan für eine Armbrust und eine Nachtsichtbrille zu verkaufen. Ja, aber wir haben leider nicht die Reichtümer, um das zu bezahlen. Ja, ach, hier sind ja auch genügend hohe Gebäude. Da ist auf jeden Fall auch ein großer Buchladen dabei. Oh, Antibiotika lagen hier einfach rum. Das ist gut. Willst du zwei Flaschen trübes Wasser aus dem Scheißhaus? Mit. Ah, was wolltest du klauen? Ich hab's gehört. Oh, ich wollte versuchen, das Fass aufzuheben. Oh, eine Küche, ne? Bist du schon dabei? Jo. Bin auch schon durch. Oh, man hat ja nicht allzu viel hier, ne? Brauchen wir noch Erde? Nee. Kriegen wir noch genügend. Naja, das brennende Fass. Was wolltest du denn klauen? Ja, das brennende Fass konnte man früher mal mitnehmen. Ja. Dann wären wir hier auch schon fertig. Ja, das war's hier, ne? Jo. Sprich, wir könnten zurücklaufen. Wir könnten direkt nach Westen laufen, um so ein bisschen gucken, wie weit die Stadt geht. Vielleicht geht die ja so ein bisschen in das Steppengebiet genau. Oder so. Hier einfach hier so rüber, quer. Genau, direkt im Gang nach Westen eine Runde. Genau, vielleicht finden wir ja was Interessantes. La 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 la. Warum kann ich keine Pfeile bauen? Kein Platz. Weil ich kein Holz habe. Ich muss einen Baum abhacken. Ach ja, es ist noch. Die haben so eine komische Reichweite. Man kann noch nicht mal einen Stein, der gefühlt 3 Meter von dem Gebäude steht, aufheben. Ich lauf schon mal vor. Oh ja. Ah, den dürfen wir wieder aufheben. Wunderbar. Kommt der wer angehechelt von hinten? Kommt der wer angehechelt von hinten? Ah, Nitrat gibt's hier auch. Da habt ihr die Explosion gesehen. Ich habe gerade so einen Nitrathaufen gefunden und da hinten ist ein Hund. Okay, da gehe ich nicht hin. Hund, bäh. Geh mal wieder durchs Minenfeld. Soll ich wieder vorgehen? Ja, du hast mehr Lebenspunkte. Geh mal vor. Na, wobei ich fürchte. Na doch, vielleicht könnte ich Glück haben und eine Mine überleben. Ja, ich definitiv nicht. Nö, du nicht. Ah, hier oben der Kochtopf, der gefällt mir nicht. Hm, war doch wohl ein echter. Jetzt ist die Mathilde weg. Ich bin doch hier, Heinrich. Ja, komm. Ja, und dann macht's bumm. Dann bin ich tot. Zwei Vögel voraus. Ja, ich begnüge mich mit den Nestern hinter dir. Und wenn, legen wir uns erstmal mit einem an. Und den hast du gesehen. Ich glaube, die Stadt sieht so komplett aus in diesem Kackgebiet.
Mine. Erfolgreich entschärft. Ja. Noch eine. Hi. Ist dir warm? Nee, war ich nicht. War das ein Zombie? Kann sein. Auf jeden Fall hing der Vogel da am Boden irgendwo rum. Hund voraus, Hund voraus. Ja, ich hab ihn gesehen. Lass mal weiter nach links. Oh, ich treff die dumme Kuh nicht, dann lass mich doch in Ruhe. Ah, ich sehe schon eine Schlange. Ja. Ja, ich habe sie gehört. Hier rechts. Hier. Ich lege mich aber jetzt nicht mit der an im Nahkampf. Oh, die ist ja echt kacke. Komm mal gleich aufs Auto. Da an der Ecke rechts. Ja, ich hab ihn gesehen. Ein Hit. Ich auch. Ich glaube, der ist tot, oder? Kann sein. Vogel über uns, aber der fliegt weiter. Okay. Ja, der reagiert gar nicht mehr. Haben wir ihn im Zaun gekillt oder so? Ja. Dieses Scheißgebiet auf, ey. Na, ich mag's auch nicht. Ah, da vorne. Juhu, Aloe Vera Samen. Aber die Stadt hat schon ein paar interessante Gebäude. Das Gebäude ja. Vor uns ist ja aus dem Rathaus oder so, oder? Nee, ist nur einfach nur so kaputt, okay. Ich sag gerade, dass helle werden sollen oder so. Oh, wandern wir mal weiter nach Westen. Gucken wir mal, was die Stadt hier so zu bieten hat. Ob hier was Interessantes ist, wo man mal reingucken kann. Am besten, ob hier nur die Ruinen sind. Am besten Arzt. Besten Arzt, also so ein Pop-O-Pilz. Ja. Ich bin überhitzt. Da kommen gleich normale Wohnhäuser. Alter, richtig große Blockbauten. Ey, wer ja. Soll sich die angucken? Da ist so ein riesen Bürokomplex rechts. Ja, sieht echt cool aus. Können ja mal da rechts rüber gehen, vielleicht sind da noch irgendwie Einkaufsläden da drüben. Hm. Ich habe Schmerzmittel, falls du welche möchtest. Ja, gib mal. Liegen im Auto. Halt mich zwar nur kurz und ich muss dann was trinken, aber es geht schon.
Oh, ich muss generell was trinken, scheiße. Das große Gebäude ist so ein Pharmahaus. Also, da könnten wir Medikamente drin finden. Oh, Überhitzung, Hitzeschlag, Stadium 1. Dann sollten wir erst recht rein. Naja, haben wir noch Zeit, glaube ich, ne? Also ja, ist knapp 1, da können wir uns ja mal Higashi Pharmaceuticals anschauen. Ich glaube, den Laden habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, ein Typ war auch offen. Ja. Was für ein Haar. Irgendeinem Spiel waren wir hier schon mal drin. Ja? Kann mich nicht dran erinnern. Ach, das ist ein Zombie oder was? Scheiße, wo kommst du denn her? Oh Gott, hast du mich gerade erschreckt. Der mich auch. Mann, oh Mann, okay, hier ist ein Safe. Hier bräuchten wir irgendwas zum Leuchten, glaube ich. Ja, ist recht dunkel, ne? Bis zum ersten. Ja. Doofer Business Zombie. Ach, hier ist auch was kaputt. Nicht mal fertig gebaut hier. Boah, ey, ich sehe diese scheiß Zombie nicht. Ja, dann lass uns das dann anders machen. Haben wir gerade von oben irgendwo runter oder so? Nee, der muss irgendwo im Dunkeln gestanden haben. Ah, das müssen wir später machen, wenn wir eine Bergbaulampe haben oder so. Das hat so keinen Sinn. Ich hab den echt übersehen wahrscheinlich. Toll, das, was mir die Schmerztabletten hochgeheilt haben. Oh, die Küche, guck mich mal an. Hier schaue ich aber nochmal rüber. Es steht so open. Vielleicht haben wir Glück und da gibt es Medikamente. Schmerzmittel und Wasser will mir schon reichen. Guck mir mal kurz die Nachbarschaft an hier. Wie lange du da drin beschäftigt bist. Aua, aua, aua! Hilfe! Ah, ich verblute! Nein! Ich hab nichts zum Heilen dabei. Oh, ich hatte Gott sei Dank auf Schnelloptionen meine Verbände. Es sind zwar keine Erste-Hilfe-Verbände, aber sie retten mich vorm Verbluten. Ah, hier unten. Drei auf einmal wieder. Ich glaube, die sind da gespawnt. Du nach oben? Ja. Ich komme runter. Es ist mir hier zu gefährlich ohne Licht. Ja, ich glaube auch unten am Eingangsbereich. Wenn jetzt runter gehst, rechts sind schon wieder drei Zombies. Ich glaube, die sind gespawnt. Okay. Also, im Zweifelsfall können wir beim, bevor wir selber eine Werkbank bauen können, können wir das auch beim Händler machen. Was, hatte der eine funktionierende Werkbank? Weiß ich nicht mehr.
Hirsch rechts. Bleib stehen. Befehl ist dir, Mr. Hirsch. Er ist tot, kannst du töten. Juhu. Also ausschlachten. Ausweiden. Hier. Ja. Sehr schön. Ich habe gesehen, da vorne war ein kleines Wüstengebiet. Da könnten wir rein theoretisch kurz hingehen, weil da gibt es Aloe Vera. Für Erste-Hilfe-Verbände. Ja, einsammeln und dann wieder zurück. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe kein Wasser mehr. Oh, das ist nicht gut. Also ich habe noch 5 Flaschen. Ein bisschen was kann ich dir im Zweifelsfall auf jeden Fall abgeben. Oh, das ist gut. Bevor du mir hier tot umfällst. Ja, zur Not kann ich Gammelwasser trinken, aber dann gibt's Durchfall. Zur Not kannst du jetzt auch Yucca-Pflanzen sammeln und dir Yucca-Saft machen. Ja, schon, glaube ich, hier eine Schlange oder so. Hatte ich auch den Eindruck. Ich habe es aber nicht gesehen. Ich renne jetzt weiter. Ich renne auch weiter. Ich habe es ja auch nicht gesehen. Das ist ein Zombie. Ich glaube, das ist ein Zombie. Nee, okay. Abse. Oh, dieses Scheiß, die trifft man einfach nicht. Do you need help? Oh, ein Hit habe ich. Sehr schön. Noch einer müsste tot sein. Hey, es gibt's nicht. Yes. Darfst du schlachten, das Drecksvieh. Sehr schön. Also ich habe Aloe auch schon in unserem Garten angepflanzt, dass wir uns da ein bisschen was hochziehen. Aber das ist noch nicht so weit und ich glaube, wir beide freuen uns, wenn wir wieder ein paar Erste-Hilfe-Verbände haben. Ja, ohne Verbände loszulaufen ist scheiße. So, jetzt muss ich mich erstmal mit Yucca irgendwie hocharbeiten. Mach das. Gibt ja genügend Yucca hier. Aber das, was man sich hochhält, kann wieder ein Kaktus wieder kaputt machen. Und Zappel Philipp. Ey, der war gut. Ein Schuss, der Kopf explodiert. Sehr schön. Ich höre schon wieder eine Schlange. Alter. Bin ja, ich heute auch. Schlangenmagnet oder was? Ah, du hast die Machete. Nee, ich hab die noch nicht mitgenommen. Tod, endlich. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Jagdbeute heute gemacht. Ja. Ich hab schon 33 Fleisch bei mir. Ich lock heute alles an. Schon wieder Schlange? Nee, diesmal hier Geier. Ach Junge.
Na komm her. Willst du ewig leben? Juhu, ich habe verschimmeltes Brot gefunden. War bestimmt 20 Pfeile zerschossen, aber naja. Ja, ich brauche ganz dringend Holz. So, ich habe 37 Aloe Vera, das sollte erstmal reichen. Wie viel? 37. 37, 39. Doch, 37. Nicht schlecht. Ah, ich weiß. Ich habe gerade mal 10 oder so, ne? Gut, dann hauen wir hier ab. Mr. Pace. Schade, hatte nicht das, worauf ich gehofft habe. Ja, ein Bergbauhelm, ne? Mm. So, erstmal schnell ein paar Pfeile machen. Ja, stimmt, wir sind jetzt eigentlich hinter der Stadt, ne? Ja. So, ich mache nebenbei schon mal Aloe Vera Creme. Da kommen immerhin schon 9 Stück raus, sprich 9 Erste-Hilfe-Verbände. So. Ich muss ins Wasser, ich bin überhitzt. Ja, was? Noch eine Idee, was wir machen können? Na, wir könnten Richtung Süden laufen, also Richtung unserem Haus und nochmal zum Loot laufen, falls die... Na, wobei, wenn du dir Zeit anschaust, ist es schon 17 Uhr jetzt. Wir können noch ein bisschen an der Verteidigung ein bisschen arbeiten. Wir brauchen da noch Holzstacheln. Wir haben nämlich nur noch 2 Tage für unsere Verteidigung. Ich würde auch sagen, das Video geht schon 37 Minuten. Den Rückweg und dann den Ressourcenabbau können wir ja so für uns machen. Hui, bin überhitzt. Sollte es euch natürlich mal interessieren, diesen ganzen Ressourcenabbau und so zu sehen, dann teilt uns das einfach mit und dann werden wir das bestimmt auch mal zeigen. Genau. Ist halt nur nicht so wahnsinnig spannend, deswegen haben wir das jetzt erstmal weggelassen. Genau. Oder lassen wir, versuchen wir einfach wegzulassen erstmal. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann ja, könnt ihr auch gerne abonnieren, liken. Und es wäre auch schön, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen würdet, ob euch das Video gefallen hat. Ob ihr bessere Tipps habt gegen Hunde zum Beispiel. Können wir auch gebrauchen. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.